Ja, liebe Schwaben-Soccer-Fans, wir sind heute zu Gast beim Trainer des Türkspor Augsburg, Thomas Holzapfel. Thomas Holzapfel ist kein Unbekannter in Augsburg, er hat auch schon einige andere Vereine trainiert. Thomas, herzlich willkommen beim Schwaben-Soccer. Hallo. Ja, wir wollen ein bisschen über Türkspor Augsburg reden, euren guten Start in der Bezirksoberliga Schwaben. Und natürlich über deine Person. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern einmal ein bisschen deine Trainerstationen erläutern. Also ich habe relativ früh als Trainer angefangen oder anfangen müssen, aufgrund meiner Verletzungen. Ich war 4 Jahre in Münster, dann ein Jahr bei TSG, dann ein halbes Jahr bei Dasin. Nur dazwischen war ich mal ein Jahr in Egnach. Dann meine schönste Zeit eigentlich mit den 4 Jahren in Münster war 5 Jahre Gasthofen. Das war eine klasse Erfahrung. Auch mit vielen ausländischen Spielern mit drin, viele Türken, ein paar Serben, ein paar Kroaten, ein paar Italiener. Dann bin ich nochmal ein Jahr nach Lechhausen, das war nicht ganz so erfolgreich, leider nur bis April, aber trotzdem auch sehr, sehr lehrreiche Erfahrung für mich gewesen als Trainer, ganz, ganz wichtige Erfahrung, auch wenn man mal nicht so erfolgreich ist. Dann wieder nochmal nach Münster raus, nochmal ein Jahr oder mit in Egnach dann noch und jetzt bin ich letztendlich nach 2 Jahren Klött. Die letzte Station hier bei Türkspor Augsburg landet. Jetzt ist ja bekannt, die südländischen Mannschaften, da ist ja sehr viel Herzblut und Leidenschaft beim Fußball dabei. Springt diese Leidenschaft, Euphorie auf dich über an der Seitenauslinie? Also ich bin sowieso ein emotionaler Trainer, ich muss das Spiel also leben an der Seite. Ich muss da dabei sein, ich kann mich nicht nur auf den Stuhl setzen, ich stehe ja immer. Und mir liegt das eigentlich, wenn das Temperament von den Spielern dann auf dem Platz, das geht also mit Sicherheit rüber. Und ich muss wirklich sagen, bis jetzt, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit gerade ausländischen Spielern, auch von Gasthofen her waren sehr viele Türken dabei. Und jetzt auch hier, ich bin sehr, sehr gut aufgenommen worden. Gut, der Start ist natürlich ein Traum, das war klasse. Mit dem haben wir eigentlich nicht gerechnet. Wir haben gut gearbeitet, die 5 Wochen. Aber die Mentalität und die Einsatzbereitschaft und auch, wie du richtig sagst, das Herzblut von denen ist also mit Sicherheit schon übergesprungen und ich hoffe, das hält an. Du hast es ja schon angesprochen, super Start mit 7 Punkten mit Kaufbeuern und BCA Oberhausen an der Spitze. Konnte man den Start erwarten und jetzt stehen ja 2 Heimspiele an mit Memmingen und Kempten. Lässt sich die Serie fortsetzen? Was erwartest du dir von den 2 Heimspielen jetzt? Also der Start, der war vielleicht nicht ganz so zu erwarten, weil wir eben 2 sehr schwere Auswärtsspiele auf dem Programm hatten mit Kaufbeuern und mit Markt Oberndorf. Das Heimspiel, okay, gegen Nördlingen habe ich mich als erstes Spiel eigentlich schon oder habe damit gerechnet, dass wir es eventuell vielleicht gewinnen können. Aber ich habe so mit 4 Punkten vielleicht gerechnet, dass es jetzt 7 sind, ist natürlich klasse. Jetzt die 2 Heimspiele, ich glaube, dass momentan mit BC Augsburg oder Oberhausen und Memmingen auch mit die besten Mannschaften oben stehen, glaube ich auch, dass die 2 Mannschaften am Schluss auf jeden Fall die ersten 4 sind. Jetzt das Heimspiel gegen Memmingen wird sehr, sehr schwer, weil das eine sehr, sehr technisch starke Truppe ist, gespickt mit Landesligaspielern, vielleicht der eine oder andere Bayernligaspieler und auch der eine oder andere sehr, sehr gute Jugendspieler von der Bayernliga raus. Das wollen wir auf jeden Fall nicht verlieren. Wir müssen gucken, wie die kommen. Kommen sie technisch so stark, dann müssen wir dagegen halten mit Kampf und mit Einsatz. Dann schauen wir weiter. Also wie gesagt, vielleicht ein Punkt, der muss drin sein. Vielleicht können wir es dann auch gewinnen. Das wird der Spielverlauf zeigen. Das Heimspiel gegen Kempten kann man schlecht einschätzen, weil die sind momentan wahrscheinlich noch nicht angekommen in der Liga. Aber ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft am Schluss eine Rolle spielt in der Liga. Und wie gesagt, 4 Punkte wäre super Sache. Wenn es dann mehr wären, okay. Aber mit 4 Punkten, das wäre schon ganz toll, die nächsten 2 Heimspiele. Für viele, die die Mannschaft nicht ganz so gut kennen, Türkspor Augsburg, was macht die Mannschaft aus? Habt ihr Spielertypen, die euch in die Landesliga bringen könnten heuer? Also das ist natürlich schon ein Wort, das haben wir bis jetzt noch nicht ins Spiel gebracht, Landesliga. Aber ich sage mal, die Mannschaft macht auf jeden Fall die Mannschaft aus, weil es ist heuer eigentlich zum ersten Mal der Fall gewesen, dass über die Abteilungsleiter und über meinen Co-Trainer, den Haluk, die Mannschaft gehalten wurde. Das heißt, wir haben eigentlich nur 2 Abgänge gehabt mit dem Dennis Samsa und dann nur einer, der jetzt nicht die große Rolle spielte und haben sehr, sehr gute Leute zugekriegt und vor allem der Kern ist eben geblieben. Und ich glaube, dass die Mannschaft mit den dazugekommenen externen Spielern und den aus der eigenen Jugend dazugestoßenen
mit Sicherheit auf die nächsten 2-3 Jahre sehr, sehr viel Potenzial hat. Und das, meine ich, ist momentan der Schlüssel zum Erfolg, dass die Mannschaft kennt. Auch über die Rückrunde, über die ganz klasse Arbeit vom Hans Borchert hier in der Defensive und auch von der ganzen Einstellung her, Taktik, Disziplin geformt wurde, mit Sicherheit ein ganz, ganz großes Plus heuer ist hier die Mannschaft, dass sie die übernehmen hat können, so wie sie jetzt ist. Und in Zukunft kann man das mit Sicherheit vielleicht noch ausbauen. Landesliga ist dann irgendwann mal ein Thema vielleicht, wo man mal angehen kann, aber jetzt heuer nicht geplant. Gut, kommen wir noch ein bisschen zu deiner Person. Thomas, du hast ja schon einige Stationen als Trainer hinter dir. Gibt es jetzt einen Verein im Amateurfußball, wo du sagen würdest, da wäre ich mal gern mal Trainer? Also ich habe mir immer so als Ziel gesetzt, jetzt die Bezirksoberliga vielleicht einmal irgendwann nochmal einen Landesliga-Verein zu trainieren. Die Vereine mit Gersthofen war eine ganz, ganz klasse Adresse. Was ich mal machen möchte, ist auf jeden Fall nur höherklassigere Jugend. Das heißt vielleicht Bezirksoberliga, B-Jugend, A-Jugend. Oder mal vielleicht der Bayernliga-A-Jugend, das möchte ich so als Abschluss vielleicht von meiner Trainerstation oder von meinem Trainerleben her noch machen. Ansonsten in Augsburg bin ich jetzt momentan da, wo ich bin, sehr, sehr glücklich und ankommen und mal schauen, wie lange das geht hier. Gut, Thomas, wir wünschen dir vom Schwarmsacker natürlich viel Erfolg mit Türkspor und für deine weitere zukünftige Sportlaufbahn alles Gute. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir.